Hallöchen, liebe Bastelfreunde, Sebastian hier von Defmer Models. Willkommen zur nächsten Ausgabe hier zum offiziellen Videobaubericht des VW Käfers, neu erschienen vom Verlag Hachette mit Ausgabe Nummer 3. Ja, wir werden in der heutigen Videofolge nicht so viel Komplexes machen wie im letzten Video, aber natürlich auch ein wichtiges Element, nämlich das erste Rad. Das heißt, wir werden den Reifen mit einer Innen- und Außenfelge bestücken und das Ganze dann kurzerhand fertigstellen. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abonnement und einen Daumen nach oben da. So, wenn wir jetzt den Blister geöffnet haben, finden wir diese drei Bauteile hoffentlich darin. Wenn nicht, solltet ihr nochmal den Kundenservice kontaktieren, dass euch was fehlt. So, von den Bauabschnitten her ist es eigentlich relativ simpel, so ein Rad zusammenzusetzen. Ich empfehle hier wieder Schneidöl für die Schrauben der Metallteile. So, ich bereite mir hier 1, 2, 3 Stück Schrauben vor. Im Beutel sind 4. Ich hatte es im letzten Video erklärt, eine ist immer Reserve. So, und zwar stecke ich mir die hier schon mal vor. Mach schon einen Tropfen Öl dran, dass das gleich vorbereitet ist. Und was wir jetzt tun, wir lokalisieren jetzt hier bei diesen Reifen jetzt erstmal die Außen- und die Innenseite. Wir sehen also, hier ist eine Seite komplett schwarz und hier ist eine Seite, die hat hier einen weißen Innenmantel. Und genau diese Seite nehmen wir laut Anleitung nach oben, also nach außen, legen jetzt hier das zweifarbige Felgenteil einmal hier rein, drücken das ordentlich fest und jetzt schauen wir uns mal das an oder die Innenseite der Felge an. Wir sehen jetzt, dass wir hier 1, 2, 3 Schraublöcher haben, die aber nicht gleichmäßig drauf liegen. Das heißt, wir müssen jetzt diese drei Löcher bündig zu diesen drei Löchern legen. Heißt also, wir legen jetzt in dem Falle das Felgenteil jetzt so, wie ich es jetzt hier halte, einmal hier drauf. Und dann sollten die Löcher hier übereinstimmen, welche wir jetzt hier von der Innenseite mit den drei angeölten DM-Schrauben einmal festziehen. Zum Festschrauben am besten immer über Kreuz arbeiten. Das heißt, wenn wir jetzt hier haben, nicht als nächstes die nehmen, sondern diese Seite hier. So, und dann machen wir noch die dritte verbleibende Schraube rein. Haben damit das erste Rad soweit fertig. Und damit, ihr Lieben, sind wir auch schon wieder durch für Ausgabe Nummer 3 hier zum VW Käfer. Das erste Rad ist jetzt soweit fertiggestellt. Kommt dann natürlich später noch eine Radkappe etc. drauf, wenn das ganze Ding montiert ist. Ausblick auf Ausgabe Nummer 4, da geht es mit der ersten Vollradaufhängung los. Bin immer gespannt, das sind auf jeden Fall sehr viele Teile laut Vorschaubild. Aber irgendwie muss das Auto ja auch zusammengebaut werden. Also ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Nachbauen und hoffe, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Macht's bis dann gut. Tschüss, euer Sebastian von Defmer Models. Ade.